Hallo! Heute freue ich mich ganz besonders auf diesen Livestream, weil ich nicht alleine bin. Ja, ihr seid da. Das ist klar, ihr seid da und das ist schön so. Aber ich habe auch mein Töchterlein mit dabei. Danke dir, liebe Sinja, gerne, dass du dich zur Verfügung stellst, denn wir wollen heute live einen Farbtest machen, wie ich das bei Kunden auch mache. Und sobald man festgestellt hat, welche Farben gut sind und welche die besten sind, die liebsten, dann kommt daraus eben, wird ein Farbkonzept erstellt und das macht dann die Garderobe leichter. Und ich habe natürlich ein Farbkonzept, das ist ja logisch. Mein Töchterlein hat auch ein Farbkonzept. Aber heute wollen wir nochmal genau hingucken, wie sowas abgeht. Und ihr dürft alle eure Fragen stellen. Dafür sind wir ja hier und dafür seid ihr live dabei. Also wenn es Fragen gibt an mich, kennt ihr mich? Also ich bin jetzt schon über 10 Jahre bei HSE als Modeexpertin Sabine Schwind von Egelstein. Meine bezaubernde Tochter Sinja, die war sogar auch schon mal mit on air, gell? So als Model. Einmal. Kannst du dich erinnern? Ja, ich erinnere mich einmal. Ich glaube, das war am 5. Ovanti-Geburtstag von der Strickkollektion. Da hast du Model gemacht, ne? Ja, stimmt. Ja, 6 Jahre her, Wahnsinn. Weil jetzt ist Ovanti ja schon 11. Wahnsinn. Also die Zeit vergeht und die Kleinen werden groß. Und ihr könnt jetzt mal gucken, same face, ne? Also, okay. Wenn wir jetzt die Omi noch dazu holen, vielleicht habt ihr den Vanillekipferl-Stream gesehen. Ja, dann seht ihr gleich nochmal so ein Gesicht. Über. Also das ist immer bei uns hier eine gewisse Familienähnlichkeit, ist ja auch fein. Gut, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich relativ neutral angezogen, damit die Farben richtig schön wirken können. Und mich würde ja mal interessieren, wer von euch schon mal so einen Farbtest gemacht hat. Also wer so ein bisschen seine Farben kennt, wer weiß, was steht mir oder wie werden Farben überhaupt unterschieden. Ja? Also klar, der Laie sagt rot, gelb, grün, blau, aber ein Farbexperte, der sagt halt klar, angegraut, warm, kalt, hell, dunkel, solche Sachen. Und ja, das wollen wir eben jetzt mal rausfinden, wie das bei der Sinja ist. Und ihr seid live dabei. Ich habe hier meinen zweiten Bildschirm wieder nebendran, damit ich alle Kommentare sehe. Und was mich natürlich auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr meine liebe Sinja mal mit ein paar Herzchen verwöhnt. Ja? Unbedingt. Unbedingt. Oh, ganz viel Liebe. Genau, ganz viel Liebe. So wie du. Oh. Aber das ist einfach so schön. Und dann kann ich der Sinja das auch mal zeigen. Ich freue mich ja auch immer so arg, wenn die Herzchen angeflogen kommen. Man muss immer, siehst du, da kommen sie. Ist das schön? Juhu. Genau. Dankeschön. Hier, genau, wir haben hier Mädels Talk, ne? Wir trinken auf euch, gell? Sowas muss man sich immer ein bisschen nett machen. Das ist ja keine ernste, also natürlich ist es eine seriöse Sache, aber keine ernste Angelegenheit, sondern die macht Spaß. Und immer, es dauert immer 40 Sekunden ungefähr, bis eure Herzchen hier ankommen. Und sie sind angekommen. Und je mehr ihr drauf drückt, desto mehr haben wir hier Herzchensalven. Und dann macht uns das gleich nochmal doppelt Spaß. Also, wann immer ihr wollt, drückt die Herzchen. Und schreibt alles, was ihr wollt, in die Kommentare. Wenn ihr von mir was wissen wollt, kann ich euch sagen, das werde ich beantworten. Wenn ihr von Sinja was wissen wollt, kann ich nicht versprechen, ob sie antwortet, aber vielleicht tut sie das. Ich bin ein offenes Buch. Ein offenes Buch. Okay, also, dann legen wir doch mal los. Ne? Also, hier noch einen Schluck auf euch. Und dann geht's los. Los geht es zuallererst, dass wir uns neutral machen. Denn wir haben ja hier einen Spiegel, also hier, ihr seht, wir haben es natürlich so eingestellt, dass ihr live mit zugucken könnt. Aber die Sinja sitzt hier vor einem Spiegel, damit sie auch, danke für Herzchen, immer wieder, tut euch keinen Zwang an, dass sie auch selber sehen kann, die Farben. Und vor allem ich muss sie ja sehen können, weil... Meine Haare darf ich rausnehmen. Darfst du rausnehmen, ja, du hast Naturton, insofern... Genau. Genau, ihr kennt es, also wer eine Farbberatung noch nie gemacht hat. Ach so, eins vielleicht noch. Ja, schau mal, ist das nicht schön mit dem Herzchen? Das ist super schön. Love it! Ich finde es klasse. Ihr wollt vielleicht noch wissen, was ich hier anhabe, nämlich das ist die Tamara vom Thomas Rath. Mit den Tupfen eben super schön und auch die super bequeme
Wildlederlookhose. Also da komme ich sowieso gar nicht mehr raus, weil ich die so gemütlich finde. So, wir haben jetzt die Sinja neutral gemacht. Und jetzt Korbalan Stiftung. Jetzt machen wir mich auch noch neutral. Ich fühle mich wie beim Backen mit Omi. Mit der Schürze. Ja, genau. Wir haben so hier bisschen. Lätzchen, ne? Ja, Lätzchen. Haben wir dann bald wieder mit Enkelkind hier Lätzchen. Aber jetzt hier beim Testen haben wir auch Lätzchen, genau. So, denkt dran, eure Fragen immer wieder gerne. So, warum machen wir uns jetzt hier so neutral? Der Grund ist, dass wir einfach viel besser sehen können, was die Farben, die ich jetzt da hinlege, mit euch machen, ja, mit dem Gesicht machen. Und darum geht es eben. Es gibt so einen Simultankontrast. Das heißt, das ist kein wirklicher Kontrast, sondern es ist ein Kontrast, der im Auge entsteht und auf der Netzhaut gerechnet wird. Aber den sehen wir wirklich. Und wenn wir hier eine Farbe hinlegen, dann wirkt das Gesicht anders, als es ohne die Farbe oder mit einer anderen Farbe wirken würde. Und deswegen ist es eben nicht egal, was man anzieht. Und weil es aber nicht nur so wirkt von der Kleidung, sondern es würde auch das, was ich anhabe, bei Sinja in dem Gesicht wirken oder die Wandfarbe oder was auch immer. Deswegen haben wir das hier alles schön neutral gemacht, damit wir eben ganz toll gucken können. Und die Sinja, die guckt dann an. Sinja guckt dann euch, also wahrscheinlich dann nicht mehr in die Kamera. Ich gucke auch gleich nicht mehr bei euch so direkt in die Kamera, sondern hier, nicht wundern, in den Spiegel. Ja, weil sonst kann ich nichts beurteilen. So, los geht das Ganze immer mit einer Warm-Kalt-Analyse. Ihr habt ja vielleicht das schon mal gehört mit diesem Warm und Kalt. Ja, ich habe auch schon mal einen Stream gemacht über zum Beispiel kalte Gelbtöne und warme Gelbtöne. Das kommt immer darauf an, wie viel Gelb drin ist. Und bei einem kühlen Gelbton ist mehr Weiß drin, weil wenn man eine andere Farbe reintut, ist es kein Gelb mehr. Ne? Dann ist es entweder ein Orange oder ein Grün, aber es ist dann kein Gelb mehr. Aber ein kühles Gelb ist eben blasser, es hat mehr Weiß und gelbes Gelb hat reines Gelb. So, und das gibt bei jeder Farbe, bei Blau, bei Rot, überall gibt es immer auch warme und kalte Farben. Und das ist so eine erste Analyse, weil man kann zwar 50-50 warm-kalt sein, aber meistens ist man so ein bisschen was mehr. Es gibt Menschen, die sind komplett warmfarbig. Und es gibt Menschen, die sind komplett kühlfarbig. Aber es gibt meistens ist so eine prozentuale Geschichte. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie Sinja auf warm und auf kalt reagiert. Und repräsentativ dafür ist eben hier das Gold und das Silber. Also jetzt fangen wir an. Was wir erreichen wollen, ist immer, dass das Gesicht so ausschaut, als ob Make-up drauf ist. Also so ebenmäßig wie möglich. Das heißt, wir wollen nicht, dass kleine Schatten zu sehen sind. Wir wollen nicht, dass Fältchen, dass Rötungen oder sonst irgendwas zu sehen ist. Dafür muss man aber auch sagen, dass ich absolut kein Make-up trage. Ich bin ganz ungeschminkt. Ganz, ganz genau, das hat sie extra mir zuliebe gemacht. Ja. Weil Sinja ist schon eine geschminkte junge Frau, was auch absolut in Ordnung ist. Aber das können wir nun mal für einen Farbtest nicht brauchen. Also danke, dass du das gemacht hast. Okay. Und du siehst bezaubernd aus. Also schickt Herzchen, wenn ihr Ja sagt. Okay, es geht los. Also, wir schauen, wie gesagt, es geht nicht darum, so braun wie möglich zu sein, sondern es geht darum, so ebenmäßig wie möglich zu sein. Das heißt, eigentlich sucht man sich im Gesicht eine Stelle als Berater jetzt, die, da siehst du Herzen, da kommen sie. Dankeschön. Die vielleicht ein bisschen gerötet ist oder die einen Schatten hat oder so. Und dann guckt man sich genau die Stelle an und guckt, was passiert. Wird die krasser zu sehen sein oder wird die dezenter zu sehen sein. Und jetzt haben wir uns so richtig schön eingegroovt auf das Gold und jetzt können wir auf das Silber gehen. Und was seht ihr? Seht ihr was? Könnt ihr den Unterschied feststellen? Kannst du den Unterschied feststellen? Ja, eindeutig. Ja, ne? Absolut. Ja. So, jetzt machen wir wieder Gold. So, da haben wir jetzt hier bei Sinja die volle Harmonie. Ja, hier, wir haben eine schöne Kontur, wir haben eine ebenmäßige Haut, wir haben auch eine durchblutete Lippe und strahlende Augen und die Haare, die haben eher einen Goldton. Also das ist ganz interessant und wenn ich jetzt hier das Kühle hinmache, schaut mal her. Upsala, bisschen krank, ne? Schaut ein bisschen krank aus. Die Rötungen im Gesicht kommen stärker raus, die Gesichtskontur ist fast weg. Der Aschton in den Haaren wird so verstärkt, dass sie
ganz fad ausschauen. Da möchte man gleich am liebsten eine Spülung drauf machen. Ja? Auch das, die Lippen so ein bisschen sind nicht mehr so schön durchblutet. Und jetzt machen wir wieder Gold. Zack, schaut her, wie schön. Also bei Sinja ist es eindeutig, dass sie einen hohen, ganz, ganz hohen Warmanteil hat. Der geht fast in Richtung 100%. Also wir sind da so bestimmt bei 90%. Weil manchmal ist es so, man muss so hin und her machen und dann gucken. Also auf jeden Fall gibt es viele Herzchen für dich und fürs Gold natürlich auch, aber für die Mischung, die so schlagbar. Für mich, ja, vielleicht auch ein paar für mich. Also hier, wie gesagt, sehr klare Geschichte. Ja, wir wollen nicht dieses Schluck Wasser in der Kurve. Wir wollen hier die ebenmäßige, wirklich sehr schöne Kontur, ebenmäßige Farbigkeit. Also sehr, sehr wahrscheinlich kommt hier was ganz, ganz Warmes bei raus. Ne? Das ist also hier schon mal zu sehen. Also dann gucken wir gucken weiter mit den dunklen Farben, würde ich mal vorschlagen. Da habe ich jetzt hier Farben, die haben mehr einen warmen Unterton und hier habe ich Farben, die haben einen kühlen Unterton. Und die lege ich jetzt immer abwechselnd unter Sinjas Gesicht und dann kann man hin und her schauen, genau wie beim Gold und Silber gerade, und feststellen, darf ich dir die Haare jetzt mal gerade zurückmachen, dann liegt das besser, was eben besser aussieht. So. Fangen wir an mit dem, wo wir glauben, dass es besser ist, nämlich mit der warmen Farbe. Das heißt, wir haben jetzt hier einen warmen Rotton und stellen fest, sieht wunderbar aus. Ja? Ebenmäßige Haut, schöne Lippen, schöne Gesichtskontur, die Haare haben Glanz. Ja? Also alles passt hier bei diesem Farbton. Und jetzt gucken wir, was passiert bei dem anderen Rotton. Was wir jetzt feststellen insgesamt ist, dass Rot gar keine schlechte Farbe ist für die Sinja. Ja? Weil auch der zweite Farbton in Rot ist schön. Er ist nicht so, dass man sagt, geht ja gar nicht. Ja? Wir haben schon durchaus ein ebenmäßiges Bild, aber wenn ich vergleichen muss, und das ist eben bei der Farbaustestung ganz wichtig, dass ich vergleiche, dann stelle ich fest, das ist einfach nochmal eine Nummer besser. Ja? Hier, da ist mehr Glanz da, da ist mehr, also in den Haaren mehr Glanz, das Gesicht ist nochmal ebenmäßiger, die Lippen sind nochmal schöner. Ja? Hier wird es ein bisschen mehr, die Haut unebener, das Lippenrot geht ein bisschen zurück und so weiter. Also, aber insgesamt merken wir uns, Rot, gute Farbe, warmes Rot, noch bessere Farbe. Dann geht es weiter. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Sorry, ihr Leutchen. Ich war jetzt so von dem Rot bedingst. Warte mal. So. Mich würde interessieren, ob die das überhaupt sehen können. Über die Kamera. Könnt ihr das sehen? Dass das einen Unterschied macht? Oder sehen nur wir hier das mit gutem Licht und gut ausgeleuchtet sein und direkt im Spiegel? Also ich sehe das ganz krass. Also ich sehe es auch ganz krass und das ist mal das Wichtigste. Alles andere hoffe ich, dass ihr das seht. Wir haben es genauso eingestellt. Und jetzt muss ich nur, die waren falsch gelegen, die Tücher. Aber wir haben zumindest schon mal geguckt, dass das Rot schön ist. Aber wir gucken, vergleichen das Rot gleich mit noch einer anderen Farbe. Wir wollen es hier noch krasser haben. Also offensichtlich kann man es sehen, weil es gibt auf jeden Fall Herzchen für dich und das ist schon mal super. So, jetzt gucken wir das Pink an. Ja, das Pink ist natürlich noch bläulicher als jetzt dieser Rotton, ja? Dieses orangliche Rot. Hier haben wir dann den Pinkton und da merken wir sofort wieder, wie das so in diese Silberrichtung geht, wie das einfach viel weißlicher wird, das Gesicht, ja? Und die Haare wieder den Glanz verlieren, auch die Lippenfarbe weggeht und hier, zack, haben wir wieder eine schöne Ausleuchtung vom Gesicht. Ja, also hier, das kann man sehr, sehr deutlich sehen. Hier gleich wieder so ein paar Kreislauftröpfchen vielleicht. Oder sieht so ein bisschen weniger durchblutet aus. Gell? Aber die richtige Farbe bringt es halt gleich wieder ins Lot. Jetzt gucken wir bei Grün. Genau. Jetzt wollen wir jetzt Grüntöne angucken. Jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Olivton und dann hier so einen kühlen Blauton.
Und auch hier stellen wir wieder fest, das ist gar keine gute Idee. Hier, das ist angenehm, aber es ist sehr schwer im Grunde genommen für die Sinja. Sinja bräuchte diese Farbe definitiv in glänzend oder mit Gold oder so noch mal ein bisschen aufgehübschelt. Ja, jetzt zeige ich euch das mal. Wenn man das jetzt hier noch ein bisschen glänzender gestaltet, seht ihr das? Dann kommt hier mehr Licht in die ganze Geschichte rein. Und das steht ihr viel, viel besser, als wenn man das jetzt einfach nur so in diesem dunklen, leicht schweren Ton nimmt. Ja? Also hier definitiv brauchen wir Leichtigkeit bei dieser Farbe rein. Die Farbe an sich ist definitiv besser als die hier, gar keine Frage. Machen wir nochmal so. Das Auge braucht immer kurz einen kleinen Moment, um sich zu adaptieren. Aber hier, da kriegen wir wieder diesen weißlichen Unterton ins Gesicht. Das wollen wir nicht. Und das hilft dann auch nichts. Wenn man jetzt hier, boah, das wird also auch gar keine Harmonie, wenn man jetzt hier Gold dazu tut, ja, boah, das wird irgendwie Harlekin bunt, macht gar nichts, ne? kein Konzept. Hier, da definitiv auch die warme Farbe. So, und jetzt gucken wir mal, was macht Petrol und was macht Blau. Das ist meine Horrorfarbe. Blau, ja. Genau. So. Hier haben wir, also da sehen wir ganz krass, wie es der Sinja die Farbe aus dem Gesicht zieht. Ja? Auch auf den Wangen hier so ein bisschen, da wird es ganz rötlich. Ja? Die Lippenfarbe ist praktisch weg. Also wirklich, als ob man mit dem Kreislauf so ein bisschen Probleme hätte gerade. Ja? Und hier ist es nicht ganz so stark, weil das ist ein Petrol. Das heißt, da ist auch Blau drin, aber auch Grün. Deswegen ist es nicht ganz so krass. Aber auch hier, wenn, also das wäre mit Sicherheit keine Farbe, wo ich sage, go for it. Ja? Aber das ist nicht so tragisch wie dieses Blau. Also auch hier ist eindeutig wieder das Ergebnis für die warme Seite. Ja? Und jetzt haben wir den Gegenspieler für das Rot, nämlich hier diesen Curryton. Ja? Der Curryton, der ja dem Gold sehr nahe kommt. Und hier... Schaut her, herrlich. Rot, kennen wir ja schon, wissen wir, Rot eine gute Farbe für Sinja. Aber hier, das kommt dem Gold eben wirklich sehr, sehr nahe. Da ist die Haut ganz ebenmäßig, ja, der Glanz der Haare ist nochmal schöner. Hier ist es aber auch nicht schlecht. Und dann machen wir noch den allerletzten Test der dunklen, kräftigen Farben. Und zwar hier, diese Farbe steht für die Brauntöne im Allgemeinen bis hin zum Espressobraun, also bis zum richtigen Schwarzbraun. Und dann kommt hier das Schwarz. Und jetzt ist es ja so, ich meine, man kann niemandem Schwarz wegnehmen, der modisch orientiert ist. Ja? Das funktioniert nicht. Schwarz ist schick, ist cool, ist sehr oft Trend. Gerade auch blonde Frauen tragen gern Schwarz. Und jede, auch gerade junge Leute, egal, Schwarz ist einfach hip. Ja? Und es gibt aber gar nicht viele Leute, denen Schwarz richtig gut steht. Und man muss jetzt sagen, dir steht es natürlich auch nicht nur so per se, aber dafür gibt es ja Make-up. Ja? Aber das ist eben genau das, was man wissen muss, dass wenn das Schwarz einem nicht von Natur aus gut steht, dann kommt man an ein bisschen Make-up nicht vorbei. Ja? Und hier bei Sinja ist es so, wenn wir jetzt anschauen, Schwarz im Verhältnis zu Braun, dann müssen wir feststellen, dass die Harmonie insgesamt, ja, ist, auch wenn man jetzt die Haare nochmal dazu nimmt, ja, das ist in Braun eine Farbharmonie. Ja? Das ist deine Farbe, die dazugehört in allen möglichen Schattierungen der Brauntöne, von Beige bis Espresso Braun, die Brauntöne. Und wenn man das eben mit Schwarz macht, ja, gerne auch mit Locke, dann ist das halt sehr hart. Ne? Aber dafür, wie gesagt, gibt es Make-up, gibt es Lippenstift, gibt es Rouge, gibt es auch noch ein bisschen Glanz und so weiter. Und dann sieht es einfach schick und cool aus, keine Frage, aber hier muss Make-up dazu. So, jetzt machen wir den Schnelldurchlauf zurück und stellen jetzt einfach mal fest nochmal, sind wir mit dem Ja, Daumen hoch, mehr auf der Seite oder mehr auf der Seite? Ja, wir sind uns, glaube ich, alle ziemlich einig. Aber nochmal die Schnelldurchlauf. Also lieber schwarz oder lieber braun? Lieber braun. Lieber
rot oder lieber gelb? Lieber gelb, also dieser Curryton. Ja? Wobei das Rot ganz nah folgt. Ja? Dann blau gar nicht. Türkis nun ja. Grün, dieser Grünton nicht unbedingt, ja. Dieser Grünton von der Farbharmonie her schon, aber sehr schwer. Das heißt, bitte Glanz, Gold, wir brauchen hier ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Pink, no, keine gute Idee, ja. Es geht ganz stark in die Blaurichtung, aber eben alle warmen Rottöne wieder ganz, ganz wunderbar. Siehst du das bisher genauso? Ich? Ja? Ja, wir haben das ja schon mal gemacht. Ja. Aber da war ich, glaube ich, 13. aber es hat sich nicht viel geändert. Deswegen ist auch blau meine Horrorfarbe. Weil du mir zu mir gesagt hast, ich soll auf gar keinen Fall blau anziehen. Und ich wollte das überhaupt nicht akzeptieren, weil ich blaue Kleidung in Verbindung mit goldenem Schmuck, den ich ja sehr, sehr gerne trage überall, wunderschön ist und mit blonden Haaren. Und ich dachte, das muss doch toll aussehen, wenn ich das anziehe. Und dann hast du gesagt, nee, Mäuschen, ich zeig dir das jetzt mal, dass dir das nicht steht. Und ich war schockiert. Ich war ganz, ganz doll schockiert. Ich hatte in meinem Leben noch nicht so schlimme Augenringe, wie als dieses blaue, dieser blaue Farbfetzen unter meinem Gesicht war. Das war furchtbar. Das war ganz, ganz schlimm. Und seitdem ist das meine Horrorfarbe. Und die kommt in meinem 4 Meter Kleiderschrank nicht vor. Genau. Danke, Mama. Habe ich schon früh gemerkt. Genau. Was bitteschön nicht heißt, dass Blau eine schlechte Farbe ist. Ne? Das ist eben nein, um immer die Frage, um wie passt es zum Gesicht. Ich sage ja auch immer wieder, in Europa, die meisten Menschen geben Blau als ihre Lieblingsfarbe an. Und im Business ist es eine super Farbe. Und dieser Marineblauton ist auch ein Blauton, der sehr vielen Leuten steht. Aber eben diese mittleren Blautöne, da muss man einfach für gemacht sein zu. Gibt es ja genug, die dafür gemacht sind, aber sind die nicht so, genau. Dafür bin ich für andere Farben gemacht, das für die andere nicht gemacht. Genau, so ist es. So, was wir jetzt noch testen, ist die hellen Farben. Ihr seht, ich habe jetzt wieder zwei Farbstöße genommen. Hier sind wieder die warmen, hier sind ein bisschen die kühleren. Und jetzt, was wir jetzt angucken, sind die Pastelltöne. Also die Pastelltöne, die einfach nochmal auch eine Qualität geben. Es kann zum Beispiel sein, dass jetzt alle Farben viel besser aussehen, weil sie einfach heller sind. Ja? Also da müssen wir jetzt gucken. Deswegen vergleicht man eben hell mit hell, dunkel mit dunkel, klar und angeraut so ein bisschen, damit man eben da immer weiter rausfindet, wie muss eine Farbe sein. So, also wir schauen. Aprikot. Ja? Das steht natürlich für alle Farben hin, bis hin zum Lachs und so weiter. Ja? Und wenn man das jetzt so anguckt, ist das eine ganz schöne, zarte Farbigkeit. Ja. Richtig hübsch sieht das aus. Jetzt können wir mal im Vergleich dazu diese Farbe anschauen. Dann stellen wir fest, dass die Sinja durchaus auch mal kräftige Farben brauchen kann. Also nur von Kopf bis Fuß so hell wäre zu wenig, auch wenn die Farbe gut ist. Aber wenn noch was Dunkleres dabei ist oder auch ein dunklerer, upsala, Braunton zum Beispiel, ja, dann wird das Ganze wieder mehr eine Einheit. Ja. Also Farbe sehr gut, aber eben nicht nur pastellig hell. Dann geht dazu der Roséton. Wow, das ist das. Ja, das ist bei dir so deutlich zu sehen, was ja sehr schön ist, weil dann, ich hoffe, ihr könnt das auch gut erkennen, ja, wie blass sie gleich wird. Also das heißt, im Grunde genommen so, wenn man jetzt so als Schüler oder so nach Hause geschickt werden will, weil man keinen Bock mehr hat, in der Schule zu sein, die falsche Farbe anziehen, da sieht man so schlecht aus, als ob man Kreislaufprobleme hat, ja. Und das wäre eben jetzt zum Beispiel bei diesem Altrosa auch der Fall. Was mir gerade auffällt, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass ich ja auch manchmal ganz doll fehlgreife in die Farbkiste, also klamottentechnisch, und weil ich shoppe sehr, sehr gerne. Und wenn mir dann irgendwie was gut gefällt und ich denke so, ja, das ist jetzt keine komplizierte Farbe, wie ja zum Beispiel, ich habe was im Schrank, was genau so eine Farbe hat,
und das ist wunderschön und ich finde dieses Teil toll, aber das sieht an mir einfach nicht aus und ich kann manchmal dann gar nicht verstehen, warum. Ich gefalle mir einfach nicht, ich schaue mich an und ich gefalle mir nicht und jetzt merke ich, es ist die Farbe, deswegen gefalle ich mir nicht in dem Ding, weil das Kleid an sich ist schön. Genau, was man natürlich versuchen kann, es geht ja immer auch um die Stoffqualität, ja. Das heißt also, wenn das zum Beispiel, was ich mir bei dir vorstellen könnte, dass es vielleicht Glanz hat oder so, ja, hat es nicht, nee, okay, dann ist schlecht. Dann kann man natürlich noch versuchen, mit Schmuck entsprechend, ja, das noch irgendwie zu retten, ja. Aber bei 4 Metern Kleiderschrank kann man es auch aussortieren. Ist möglich. Wenn wir jetzt einfach nochmal die hellen Farben, also die warmen Farben anschauen, ja, da kommt gleich wieder die Durchblutung, ja, und hier ist irgendwie, ja, der Kreislauf abgesackt. Dann schauen wir Grüntöne, aber eben schöne warme Grüntöne, ja, sieht durchaus aus. Ich würde jetzt nicht sagen, von Kopf bis Fuß bitte anziehen, ja, aber es geht ja auch im Verhältnis zu dem. Und das war jetzt gerade wieder voll krass, fand ich, ja. Das finde ich so lustig, weil viele OP-Hemden haben so eine Farbe, ja. Und da sehen die Leute ja eh schon so ein bisschen, ja. Wobei, es gibt ja auch Menschen, denen steht's, ne? Also, aber du würdest zu denen gehören, du würdest gleich mal noch ein bisschen blasser aussehen, ne? So, also insgesamt kann man sagen, grün, ja, warm, aber auch hier muss man sagen wieder, das ist ein bisschen zu wenig, ja. Das heißt, wir brauchen immer... Nicht von Kopf bis Fuß so hell. Wir brauchen immer irgendwas Kräftiges dazu. Das muss jetzt nicht monochrom sein. Ich sage nur, tue das nur als warmer, bisschen dunklerer Ton noch dazu, um zu sehen, dann ist die Erdung da, die wir brauchen. Ja? Nur die hellen Töne sind es bei ihr nicht, aber die warmen definitiv schon. Ne? Gut, da kann man natürlich andere warmere Töne oder einfach ein dunkleres Grün oder so. Ja? Nur, dass man im Kopf behält, ganz hell ist zu wenig. So, dann gucken wir doch mal beim Blau nochmal, ob wir vielleicht was finden, was wir irgendwie gut finden bei dir. Das ist jetzt so ein bisschen ein türkisliches Aquablau. Da ist nämlich ein bisschen Gelb mit rein gerutscht und deswegen kommt es hier von der Warmseite. Und das geht jetzt so in die Richtung Royalblau. Und da sehen wir halt wieder sofort, ups, Sinja ist gleich wieder ein bisschen übel. Machen wir es gar nicht so lange. Also mit dem Blau, das wird einfach nichts mehr hier in diesem Zusammenhang. Ne? So, dann schauen wir doch mal, wie das mit den ganz hellen, strahlenden Gelbtönen ist. Und da stellen wir halt fest, ja, kann man machen, aber... Wenn ich den jetzt hole, ja, dann ist das ein bisschen harmonischer vom Gesamtbild. Ja? Also es dürfte jetzt im Muster oder irgendwie so, Gelb geht schon. Aber eben auch hier wieder nicht nur das ganz, ganz Helle, sondern gerne ein bisschen satter, ein bisschen goldener die ganze Geschichte. Wenn ich aber überlegen muss, was hier mit so einem Beereton ist, dann, hier ist meine Falte, so, dann schauen wir mal. Lieber Beere oder lieber Gelb? Und da müssen wir sagen, wir brauchen das strahlende in Sinjas Gesicht, was das Gelb macht. Und der Beereton, der macht das Ganze wieder sehr, sehr schwer. Ja? Das Dunkle an diesem Ton, das würde ihr schon taugen, aber da gibt es viele, viele, viele bessere Farben. Ich denke jetzt hier nur zum Beispiel an den reinen Rotton, der ja auch von der kühlen Seite kam, schaut, das hier ist deutlich besser. Das ist harmonisch, das hier schwer, das zieht so ein bisschen runter. Gut, und zu guter Letzt machen wir jetzt noch die Brauntöne. Wir haben ja schon ein bisschen die kräftigeren durch, das ist jetzt hier nochmal das Spektrum ein bisschen höher hin bis zum Beige. Und hier, das sind die kühleren Töne, also Off-White zum Beispiel, Kit, so diese Farbtöne. Also hier,
Das ist auch ein Braunton natürlich. Auch Taubtöne zum Beispiel sind hier eher zu finden. Ist auch ein Braunton, aber da ist ein Ticken Grau mit reingerutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ne? Vom Farbunterschied her. Hier ist ein bisschen Grau mit drin, das ist ein reiner Braunton. Und jetzt schauen wir einfach, was besser ist. Ja? Und da muss man sagen, jo, kann man schon machen, weil das ist ja auch jetzt von allem, was ich hier von der Seite rübergelegt habe, ist dieser Ton der wärmste Ton von allen. Deswegen von der ganzen Seite hier ist das die beste Farbe. Das macht sie aber noch nicht zu einer richtig guten Farbe. Ja? Diese Farbe hier ist wieder die viel, viel schönere Farbharmonie, ja? Und hat auch eine gewisse, so ein mittlerer Farbton, nicht wirklich dunkel. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten noch dieses Dunkelbraun hier. Ja, da strahlen die Augen gleich nochmal einen Ticken mehr. Ja, sieht also sehr, sehr hübsch aus. Aber das geht schon auch. Also das ist schon auch eine feine, feine Geschichte. Und wenn man jetzt mal ganz kurz das mal ganz wegnimmt und jetzt mal die ganz hellen Cremetöne sieht, dann merkt man auch, ja, kann man machen, aber es fehlt was. Ja, also wir brauchen immer was Dunkles. Und deswegen, wie gesagt, braun ja, mittel. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Creme trägt, ja, dann kann man das eben kombinieren. Also jetzt entweder hier natürlich mit Schwarz oder eben auch mit diesen, wo haben wir es? Da ist es runtergefallen. Mit diesen dunkelbraunen Tönen zum Beispiel. Ne? Man, also jetzt auch hier dieses Beige mit dunkelbraun. Das ist genau, wenn man jetzt anschaut, im Grunde genommen die Augen von Sinja auch. Ne? Weiß mit dunklem Braun und so weiter. Das sieht sehr, sehr schön aus. Gut. Dann kommt nochmal der finale Durchlauf nach hinten, sag ich mal. Das bedeutet, jo, aber besser. Bisschen sehr schwer die ganze Angelegenheit. Sehr viel strahlender für dich. Nun ja, darüber haben wir genug geredet. Macht's auch nicht viel besser. Krankenhaushemdchen noch schlimmer. Das kommt langsam wieder in die richtige Richtung, ja, weil es eben die warmen Töne sind. Hier schwieriger, sehr viel harmonischer. Gut, also das Resümee bisher eindeutig sehr, sehr viel wärmer als kälter. Was ich sagen würde, ist, wir sind bei 90% warm. Das heißt also, wenn irgendwo mal jetzt zum Beispiel bei dem Rotton, ja, dieser klassische Rotton sah sehr, sehr gut aus, im Verhältnis dafür, dass er ja eher kühl ist. Moment, dass ich hier, genau. Und dementsprechend ist schon ein kleiner, klitzekleiner Anteil kühl mit dabei, aber sehr, sehr viel warm. Habt ihr das sehen können? Was wir jetzt zum Schluss noch testen ist, die hellen im Verhältnis zu den dunklen Farben. Und da, ja, kann man es ja fast schon ein bisschen von wegnehmen. Schaut mal her. Weil wir haben ja gerade schon beim Testen gemerkt, dass immer, magst du mal einen Schluck trinken zwischen rein oder hast du schon? Schon. Okay. Ihr auch, ne? Oder? So. Schön, dass ihr da seid. Macht Spaß mit euch. Eine Runde Herzchen! So, weiter geht's. Wir haben gerade schon festgestellt beim Testen, dass wir immer ganz gut so einen Ticken dunkler mit rein brauchen können. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Da kommen Sie! Ist das schön? Ja, voll! Das ist der Grund, warum ich Streams liebe. Wegen dieser Herzchen. Und am allerschönsten sind die Herzchensalben. Wenn man nicht nur einmal, sondern wenn man so... Dann, wow, das ist wie Feuerwerk, ja? Das ist toll. Okay, ihr seht, ihr seid gefordert. Okay, wir machen hier die finale, den finalen Test. Hell und dunkel. Das ist jetzt hier... Ist ja, ihr seid einfach süß. Ganz lieb. So, hier haben wir jetzt den hellen Aprikoton im Verhältnis zum kräftigeren Rotton. Ja?
Und ich mache gerne, weil, wie gesagt, sind ja ihre Haare nicht getönt oder gefärbt. Deswegen kann man die Haare immer mit dazu nehmen. Da kann man jetzt mal sehen, das hier ist eine richtig harmonische Geschichte. Da sagt man jetzt auch nicht, das müsste ein bisschen heller, das müsste ein bisschen dunkler. Ja? Da stimmt einfach die Gesichtsform. Also es ist immer die Frage, fließen die Konturen hier unten? Ja? Hat die Lippe eine schöne Kontur? Sind die Augen klar? Ist hier unter den Augen Schatten oder Rötungen oder so? Ne? Und hier muss man sagen, Thumbs up. Gut. Wenn ich das anschaue, sage ich, ja, das ist nicht schlecht, aber ich bräuchte da ein bisschen was Dunkles dazu. Ja? Nur dieses ganz Helle, das ist einfach nicht so gut. Also warm ja, aber immer auch eine kräftige Komponente. So, dann schauen wir uns die beiden Grüntöne an. Hier warmes, strahlendes Maigrün. Ja? Sehr. Ist okay, ja, kann man machen. Kann man machen. Ja, deutlich besser. Ja, deutlich besser. Also wir brauchen nicht ganz, ganz dunkel, aber eben nicht nur hell. Hell bis mittel, also in diesem mittleren Bereich, da sieht es einfach besser aus. Wir brauchen da so ein bisschen die Erdung. Jetzt kommt wahrscheinlich die unguteste Farbe, ne? Wir haben also zwei Blautöne, die haben zwar beide den Ticken Gelb drin, hier ein bisschen in der Aqua-Richtung und hier dann in der Petrol-Richtung. Da ist eindeutig das Petrol besser als das Aqua, ja, weil wir hier die Dunkelheit wenigstens haben. Wir haben ja die Qualitäten warm-kalt, hell-dunkel, klar angegraut. Und wir brauchen ein bisschen dunklere Farben und das ist wenigstens dunkel. Deswegen ist das hier zu einem Drittel besser, ja. Und das hier ist eben einfach zu windig. Das ist es nicht. Ne? Das hier ist okay, aber darauf braucht man kein Farbkonzept aufbauen auf der Farbe. Weil wenn wir ein Farbkonzept dann machen, dann suchen wir uns ja aus diesen besten Farben so 4 Stück aus. Und darum wird das Farbkonzept, das individuelle, dann gestaltet. So, hier haben wir jetzt nochmal das strahlende Gelb. Kommt, also Sinja kann das aushalten. Also es ist nicht so, dass der Kopf verschwindet, wenn man da jetzt hinguckt. Ja? Also oft ist es so, wenn man jetzt beurteilen soll, die Gesamtfarbe, dann muss man sich immer so aufs dritte Auge gucken, wie die Inneren, die hier einen Punkt haben, und so ein bisschen durch die Wimpern gucken, so ein bisschen. Ja? Und dann das ganze Bild anschauen, so ein bisschen unklar. Und dann schauen, sehe ich eigentlich jetzt nur noch Farbtuch oder sehe ich auch noch Gesicht? Oder sehe ich nur Gesicht und gar kein Farbtuch? Und dann erkenne ich, ob die Farbe einen erschlägt oder nicht. Ja? Und das ist eine sehr, sehr heftige Farbe, muss man sagen. Aber die erschlägt sie ja nicht. Also das hält schon aus. Aber trotzdem, um einen perfekten Look zu haben, müsste man ein bisschen was Dunkleres dazu tun. Ne? Wenn wir das jetzt wieder angucken, muss man sagen, sehr harmonisch. Ja? Das ist sehr harmonisch. Okay, dann final die Brauntöne. Da muss man sagen, das ist ja der dunkelste von den ganzen hier von der Seite. Deswegen sieht der auch sehr gut aus. Da hat man jetzt auch nicht das Gefühl, da brauchen wir aber was Dunkles. Ja, das passt. Und dann kommt... Das finden alle gut. Genau. Und hier, das ist dann nochmal das Dunkelbraun dazu. Das ist auch nicht zu dunkel. Ne? Sieht auch sehr, sehr attraktiv aus. Also Braun definitiv so die Farbe, wo man sagt, yeah, ja, Rottöne, die warmen, sehr, sehr schön. Warme Gelbtöne oder diese goldenen Gelbtöne, auch super schön. Und an vierter Stelle würde ich dann die warmen Grüntöne nehmen, aber nur mit glatter Oberfläche. Ja, das wären also so die 4 Farben, die jetzt hier rausgekommen sind. Machen wir noch den Schnelldurchlauf zurück, ob wir das wieder so sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch mal so ein bisschen... ja, ein bisschen diffuser durch die Wimpern gucken, nur dass man nicht mehr alles so klar sieht, sondern den Gesamteindruck. Und dann erkennt man leichter, ob das helle oder das dunkle besser ist. Also los geht's. Dunkelbraun oder hellbraun. Also hier dunklen Ticken besser, aber beides gut. Dieser Curryton hier oder Mango, sehr schön. Oder das strahlende Gelb. Ja, auch beides gut, aber das nochmal der Ticken harmonischer. Dann, wenn es denn sein muss, ne, kann man das schon ertragen. Und das ist ein bisschen, die geht in die falsche Richtung einfach. Und hier,
Ja, aber ein bisschen schwer von der Farbigkeit her. Ja, also mich würde das jetzt immer, das machen, zum Beispiel in Strick, ja, sowas in Strick, oh, dann kann man immer atmen, das ist zu schwer. Also in einem leichten, satinigen Oberfläche oder sowas, da würde das gehen. Und dieser, auch der Grünton hier, ja, kann man machen, ja. Und dann kommen wir in den Rotbereich und stellen wieder fest, das ist aber eine schöne Farbe für die Sinja. Und hier wieder sehr schön, aber da brauchen wir ein bisschen was Dunkleres. So, ja, jetzt sind wir zum Ende gekommen. Es hat sich tatsächlich nicht viel verändert, aber das liegt auch daran, dass man sagen kann, die Farben, die sind ja genetisch bedingt. Und welche Farben einem stehen, das hängt an der Hautfarbe, an der Augenfarbe und an der natürlichen Haarfarbe. Und das ist ja alles genetisch vorgegeben. Und dann wurschtelt man rein mit der Chemie in die Haare, klar, oder macht vielleicht sogar noch farbige Kontaktlinsen, dann ist schwierig. Aber das alles etabliert sich bis 12 Jahre ungefähr. Das heißt, bis 12 Jahre können sich Farbtests immer wieder verändern. Wenn man bei Kindern Farbtests macht, das kann ständig anders sein. Aber bis, wenn man dann 12 ist, dann ist das so sehr stabil und dann ändert sich das nicht mehr. Dann ändern sich nur noch die Vorlieben im eigenen Farbspektrum, aber nicht mehr. Also dass man zum Beispiel die Farben dann vielleicht, wenn man jetzt älter wird, verliert man ja Pigmentierung, ja, kriegt grauere Haare, kriegt blassere Augen, blassere Haut. Und dann kann sein, dass aus dem eigenen Farbspektrum die helleren Farben einem besser stehen, ja, nicht mehr so die dunklen. Aber deswegen sind es keine anderen, ja, es sind nur ein bisschen die Nuancen anders. Und so ist das also nicht verwunderlich, dass es nicht ganz was anderes geworden ist. Und Überraschung. Genau, dann machen wir jetzt eben schön die goldene, die Farbe hier. Dann, warte, dann möchte ich noch hier den Braunton möchte ich noch haben. Den mache ich jetzt hier hin. So, und dann nehmen wir noch, wo habe ich denn mein Gold und mein Silber? Da unten. Na, machen wir noch ein bisschen Gold hin, damit es schön aussieht. So, na. Genau, ein bisschen hier vielleicht, so, die Haare und dann sehen wir, was wir hier für einen hübschen, eher warmfarbigen Menschen sitzen haben, ja, mit 90% Warmanteil und nur ein klitzekleines bisschen kühl und das Ganze eben möglichst mit eher glatteren, glänzenderen Oberflächen und von meiner Farbtypologie, also ich berate nicht nach den 4 Jahreszeiten, sondern habe meine eigene Farbtypologie, ist sie eine Carissima mit einer starken Tendenz zur Brillanza, weil eben gerade diese glänzenden Sachen so gut aussehen. Ja? Und da kommen die Herzchen. Na, das wundert mich auch nicht. Sieht klasse aus. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann jetzt her damit, weil jetzt sind wir noch da. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt. Die Herzensalben sind genial. Also wir fühlen uns reich umarmt hier von euch. Ich sage auf jeden Fall mal auch Danke der Sinja, weil ich finde das schon toll, dass sie eben sich ungeschminkt hierher setzt und in die Welt hinaus ihr Gesichtchen zeigt. Ich finde sowieso, das kann sie gut machen, aber man selber denkt es ja halt nicht so, wenn man mit Make-up gewöhnt ist. Also vielen, vielen Dank, Mensch, dass du das gemacht hast. Gerne. Ihr habt es alle wirklich sehr schön honoriert mit den ganzen Herzchen. Wenn keine weiteren Fragen kommen, denkt mir gerne hier auch an mein nettes Blüschen und die Hose vom Thomas Rath. Solange das immer alles noch zu kriegen ist, ist das immer eine schöne Sache. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal zur Farbtestung. Das würde mir Spaß machen, weil wenn man mal seine Farben gefunden hat, ist das Leben einfach ein bisschen leichter. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut.